besten tragen wir das an den pulsierenden Stellen des Körpers auf, dort wo das Blut am meisten pulsiert, ist die Haut am wärmsten, dort können sich die Duftmoleküle am allerbesten entfalten und somit natürlich auch das Parfum am besten zur Geltung kommen. Das ist beispielsweise am Hals oder hinter den Ohrläppchen oder auch an den Innenflächen der Handgelenke. Es können aber auch die Kniekehlen sein, je nachdem. Durch Layering entstehen komplett neue Duftkreationen und man muss einfach schauen, was mag ich nicht, und man muss es, glaube ich, auch ausprobieren. Eigentlich hat jeder einen Signature-Duft, weil der eigene Körperduft in Verbindung mit einem Parfum ist immer ein bestimmter Duft und kein Parfum riecht bei jedem gleich. Wenn man den Geschmack des Beschenkten nicht kennt, sollte man vielleicht immer zu etwas zurückgenommenerem greifen, ein frischer Duft vielleicht, ein leichter Duft anstelle eines schweren, opulenten Duftes. Ich würde sagen, eigentlich gar keine, weil ich glaube, das ist ein Phänomen, was irgendjemand erfunden hat und ich weiß nicht, wer es war. Ich bin der Meinung, dass man seinen Lieblingsduft immer tragen kann, Sommer wie Winter. Für ein Dinner-Date würde ich immer einen etwas zurückgenommeneren Duft empfehlen. Nicht, dass man im ganzen Restaurant vor lauter Parfum das Essen nicht mehr genießen kann. Auf lange Zeit beobachtet kann man sagen, dass früher Parfums aus viel, viel mehr Noten entstanden sind oder aus mehr Ingredienzen. Heute wird eher mit weniger Ingredienzen gearbeitet. Das ist vielleicht ein Trend.